kannst. Einen wunderschönen guten Abend. Ich und der Mad Dog reagieren weiter auf den Fall des Satansmords von Sondershausen von 1993. Die Mitglieder der Band Absurd haben damals einen ihrer Parallelklassenkameraden umgebracht. Ja, machen wir weiter mit, ne? Genau. Vorher noch, bevor wir weitermachen, noch Grüße an Dennis H. Er hat sich's gewünscht. Er kriegt. Jo, Grüße gehen raus. Krise der thüringischen Bergbaustadt wird oft zitiert. Arbeitslosigkeit, Abwanderung, Apathie. Die Bilder, die damals von Sondershausen gezeigt wurden, stellen natürlich nur eine Seite Sondershausens dar. Es waren die Abraumhalden, die Industriebrachen, Neubautristesse gezeigt und es wurde versucht, einen Zusammenhang zwischen der hohen Arbeitslosigkeit und diesem Mord herzustellen. Wenn man das soziale Umfeld der Täter genau kennt, weiß man, dass das einfach nicht stimmt. Tatsächlich kommen alle drei aus gesicherten Verhältnissen. Sebastians Eltern etwa sind Lehrer, die Mutter unterrichtet Französisch an Sandros Schule. Hendriks Vater, CDU-Abgeordneter für Sondershausen im Thüringer Landtag. Vier Geschwister. Die Mutter erzieht die Kinder betont liberal. Ja, zu liberal. Ja, ne? Ja, genau. Hatten wir schon. Oder wie man es in Berufskreisen ausdrücken würde, laissez-faire. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde dieses Scheiße gruselig. Das ist ein 90er-Jahre-Horrorfilm, 80er zum Teil. Hm. Wenn ich mich alles täusche, das ist im Hintergrund, das ist Nightmare on Elm Street, vierter oder fünfter Teil, ich müsste nachgucken. Ja. Wirklich, genau. Aber jetzt kommen wir zu der Gedankenwelt, die drei damals hatten und zum Teil heute mit Sicherheit auch noch haben. Hendrik genießt zu Hause alle Freiheiten. Keiner fragt nach den Filmen, die er... Da haben wir es schon, ne? Genießt zu Hause alle Freiheiten. Der darf quasi alles machen. Der dürfte alles. Ne? Ne? Das Problem an der Sache ist, dass er gar keine Reibungspunkte bekommen hat, wie gesagt wurde. Ne? Ja. Gar keinerlei Grenzen für irgendwas. Oder kannst mit allem nach Hause kommen. Ja, geht oder gar nicht. Wie sagt man auch, Mamas Liebling? Schlimmer. Wahrscheinlich von beiden Eltern. Ja, ja. Nächtelang mit seiner Clique anschaut. Nach der Bedeutung seiner Kleidung. Nach den Büchern, die er liest. Horrorvideos, die Hendrik dann mit seinen Freunden selber dreht. Blutrünstige Kurzgeschichten, die er schreibt. Harmlos, sagt die Mutter. Sie setzte den Veränderungen ihres Sohnes keine Grenzen, entzog ihm jegliche Reibungspunkte, steht im Gerichtsurteil. Junge! Wir hatten den einen... Ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber für mich ist sowas immer ein bisschen so, mir steigen da die Nackenhaare auf, weißt du? Nee, nicht so richtig. Okay. Dass diese ständige Beschäftigung damit zu einer Abstumpfung geführt hat. Das natürliche Entsetzen, das man vor solchen Dingen hat, den Abstand, den man dazu wahrt, der ist verloren gegangen. Und ich denke, ohne diese Beschäftigung damit, aber auch ohne diese satanistischen Gedanken, die Umkehrung der Werte, gut ist böse, warm ist kalt, wäre der Entschluss... Das sind keine Grundwerte des Satanismus. Da hat jemand schwer was falsch verstanden. Ja. Zu töten, Situationen so nicht gefasst worden. Davon bin ich überzeugt. Obwohl wir das natürlich nie werden beweisen können. Ich bin mir aber sicher, dass der erste Teil stimmt. Junge Menschen, die sich ständig nur mit so abstrakten, dunklem Scheiß beschäftigen, destruktiv, ohne Ende, dass die sich quasi scharf machen auf der einen Seite, mal was richtig Krasses zu erleben. Und auf der anderen Seite halt gar keine Regungen mehr haben, wenn da irgend... Also bei Filmen ist das natürlich immer noch schwieriger.
Aber wenn die jetzt wirklich was in der Realität sehen und die haben sich insofern abgestumpft, dann werden die da auch nicht mehr großartig drauf reagieren, wenn die beispielsweise einen Autounfall sehen oder so. Und wenn du auf sowas schon nicht mehr reagierst, ja, dann wird es schwierig. Dann würde ich sagen, dann brauchst du wirklich auch den Lella-Arzt. Dann dringend. War es ein Satansmord? Nein, auf keinen Fall. Es war in gewisser Hinsicht ein Satansmord aufgrund dieses Hintergrundes, aber die Ausführung der Tat hatte nicht das Geringste mit einem Ritual oder einer satanistischen Tat zu tun. Richtig, ja, richtig. Absolut korrekt. Ne? Keine Zaubershow, keine Kerzen, kein, weiß ich nicht, keine dreifache Sechs irgendwo gemalt oder kein Unsinn. Kein Pentagramm, kein Bannkreis. Kein Kreis aus Salz oder ähnliches. Ja. Was fehlt? Es fehlt jeder rituelle Hintergrund. Das Dekor fehlt. Ja. Es fehlt die Vorbereitung. Es fehlt die Ausstaffierung. Da waren drei Schüler, die gedacht hatten, sie könnten einen anderen einschüchtern, weil sie doch die mächtigen Satanisten waren und das war schiefgegangen. Sie hat. Ich denke, besser kann man es nicht zusammenfassen. Genau das ist passiert im Kern. Ja. Im Kern. Sie hatten verletzt, sie hatten ihn an der Freiheit beraubt. Und jetzt waren sie in einer Situation, wo sie nicht mehr ein noch aus wussten. Und dann kam der Einfluss dieses gedanklichen Hintergrundes. Dann die Lösung zu finden, jetzt töten wir ihn. Darauf wären andere, Gott sei Dank, wohl nicht gekommen. Da hat er recht. Wahrscheinlich nicht. Ja. Dieser Lösungsansatz, das ist ein Problem und das Problem muss weg. Ja. Nach vierwöchiger Verhandlung spricht das Gericht die drei Angeklagten schuldig, wegen gemeinschaftlich begangenen Mordes. Grüße gehen raus an jeden, der mal aus diesem Tor kam. Dann wieder vernünftig leben konnte. Ja. Das Urteil bleibt unter der nach dem Jugendrecht zulässigen Höchststrafe. Nicht 10, sondern je 8 Jahre Haft für Sebastian und Henrik. 6 für Andreas. Chance für einen Neuanfang. Alle drei landen in der Vollzugsanstalt Erfurt. Dass die zusammen da landen, das ja. Weiß nicht, da komme keine ich Ahnung. Keine Ahnung, wer das für eine gute Idee gehalten hat. Ja. In einer gemeinsamen Wohngruppe, obwohl das Gericht für getrennte Unterbringung plädiert hatte. Weiß das Gericht schon. Ja. Eben. Keine Ahnung, vielleicht hatten die sonst keinen Platz oder sonstiges. So, und was haben sie gemacht? Weiter haben sie gemacht. Genau dieselbe Schiene sind sie weitergefahren. Im Sommer ein Konzert von Gefangenen für Gefangene. Mit dabei Sebastian, Hendrik und Andreas. Hört die wieder auf, die Sonne scheint niemand mehr. Ihr neuer Bandname In Ketten. Das fällt mir gerade erst auf. Da ist aber auch schon nicht mehr mit Schwarz, ne? Nee, nicht mehr, nein. Der Keyboarder da hinten irgendwie, aber ansonsten irgendwie keiner mehr. Nö. So auf dem Trip. Teil eines Musikprojektes. Ein Lied im alten Absurd-Jargon. Hass hört nie wieder auf. Ah, das ist übel. Du musst dir vorstellen, das, was du da jetzt gerade siehst, ist das CD-Cover gewesen, beziehungsweise das Kassettencover. Okay. Das ist der Grabstein von jemanden. Ja. Es ist nicht Sandros. Sandros okay. Sieht anders aus. Aber es ist der Grabstein von jemanden auf jeden Fall. Draußen werden die Mörder von Sandro Bayer von einem kleinen Teil der schwarzen Szene wie Helden verehrt. Untergrundblätter kündigen die erste Absurdplatte an. Aufgenommen im Kerkerstudio steht auf dem Cover.
Das Cover dieser Vinyl, da ist übrigens die brennende Kirche in Fantoff. Das ist ein ganz berühmtes Bild. Wie gesagt, es gab in den 90er Jahren diese Kirchenbrände. Ungefähr 500 Millionen Euro Schaden. Das muss man sich mal wegtun. Eine halbe Milliarde. Eine halbe Milliarde Schaden. Die haben diese großen hölzernen Kirchen angezündet. Krass. So Wikinger, steht jetzt unglaublich, Wikingerkirchen. 300-400 Jahre alt, unwiederbringlich. Tja, wenn man Promo braucht, ja, dann geht man mit dem Feuerzeug los. Richtig. Nur ein Werbegag? Oder ist es den Dreien tatsächlich gelungen, unbemerkt im Anstaltsproberaum Demobänder aufzunehmen und nach draußen zu schmuggeln? Ah, Mythos. Ja, das Mythos. Klingt halt gut, ne? Ja. So, aber, so nach dem Motto, ich habe im Knast immer noch weiter Mucke aufgenommen und die können mir gar nichts. Das hätte doch jemand gehört. Klingt halt einfach gut, ja, ja. Das hätte jemand gehört. Das ist auch jetzt, fällt mir jetzt nichts zu ein. Mhm. Die Boulevardpresse berichtet vom angeblich fidelen Knastleben der Satansmörder. Offene Zellen, Ausgang zum Sport, in Begleitung des Anstaltsleiters. Im Juni 1995 schaltet sich der Justizminister ein. Sebastian, Hendrik und Andreas werden in drei verschiedene Gefängnisse verlegt. Ist Ihnen aber früh aufgefallen, das zu tun? Ja. Der Leiter der Justizvollzugsanstalt Erfurt muss gehen. Ja, richtig so. Ja. Was soll der Unsinn? Richtig. Ja, was soll der Unsinn? Sondershausen und der Satansmord. Eine Bürde, ein Fluch. Die Stadt kommt nicht zur Ruhe. Weihnachten 1998. Die evangelische Kirche am Morgen des ersten Feiertags. Besudelt mit Tierblut. Hat jetzt auch noch keine Ausstaffierung, ist auch immer noch nichts Rituelles. Ja. Es hat einfach einen Farbanschlag in dem Moment. Ja, es ist so zu viel gesehen. Die drei Täter, wieder Mitglieder einer Satanistenband. Ich wüsste gern mal, wer das gewesen sein soll. Ich müsste mal nachlesen. Wer war denn das sein? Oben im Wald, wo Sandro Bayer seine Mörder traf, finden bis heute seltsame Feiern statt. Sein Grab wird mehrfach verwüstet, mit Kot beschmiert. Der Pfarrer, der Sandro beerdigt hat und der seinen Eltern beisteht, bekommt immer wieder Drohbriefe. Aber auch Post, die ihn positiv überrascht. Aus dem Gefängnis Gotha. Von Sebastian. In dem Brief war für mich der entscheidende Satz: Ich möchte kommen und ihm bitte helfen, mit der Schuld zu leben. Ja, cleverer und Move, würde ich sagen. Das war für mich. Ja, richtig. Das war aber schon clever. Das ist schon clever. Allerdings, ja, ich sag mal so 50-50, nehme ich dem das zu dem Zeitpunkt ab. Ja, hat aber zum Ende hin nicht viel genutzt. Ausschlaggebend, alle Bedenken beiseite zu lassen, ins Gefängnis nach Gotha zu fahren, wo Sebastian inzwischen untergebracht war. Sebastian hat auf mich einen sehr ernsthaften Eindruck gemacht. Er hat mir deutlich zu verstehen gegeben, dass mit dem Absitzen der Strafe für ihn das Problem nicht erledigt ist. Das ist ein sehr erwachsener Gedanke für einen 17-Jährigen. Ja. Ja. Das. Da. Er hat gesagt, was ist, wenn ich aus dem Gefängnis herauskomme?
Es hat sich an dem Tatbestand, der vorher war, nichts geändert. Sandro ist tot, er wird nicht wieder lebendig. Und wie gehe ich dann? Ist ihm aber auch früh eingefallen. Ich frage mich halt, wie ernst das gemeint ist. Wie gesagt, 50-50, ja, sage ich mal, grob. Ja, vielleicht zu dem damaligen Zeitpunkt schon ernst, aber das hat sich ja später wieder gelegt. Weil er hat ja weitergemacht mit merkwürdigen Dingen. Genau. Das sind... Danke, mir ist jetzt das Wort nicht eingefallen. Es sind zumindest keine Morde mehr passiert. Ja, aber merkwürdige Dinge. Ganz erstaunliche Gedankengänge gewesen. Ja, würde ich sagen. Ja. Hendrik verbüßt den größten Teil seiner Haft im Hochsicherheitsgefängnis Suhl. Mit Christina, seiner Jugendfreundin aus Sondershausen, hat er längst gebrochen. Auch die Briefkontakte zu Sebastian werden spärlicher. Eine Psychotherapie lehnt Hendrik ab. Er lernt, liest, schweigt. Auch ein Betreuer, den... Na klar, er sitzt halt hier jetzt seine Zeit ab. Jetzt nur seine Zeit ab. Vom Mindset ändert sich gar nichts. Ne? Ja. Keine Therapie, kein gar nichts. Richtig. Der Vater vermittelt, findet nur begrenzt Zugang. Hendrik, ein unauffälliger Häftling, der schließlich vorzeitig auf Bewährung freikommt. Genau wie Andreas und Sebastian. Was ich dabei wieder gedacht wurde. Wenn ich das nur höre. Die wollen halt jungen Menschen nicht komplett das Leben zerstören. Deswegen sagt man dann, gibt man dann noch eher eine Chance. Ja, ja. Ne? Klingt so dumm ja nicht. Bei den drei jungen Männern lagen sehr günstige Sozialprognosen vor. Sie haben alle drei in der Haft das Abitur nachgemacht, haben Verbindungen zum Elternhaus und zu Geschwistern gehalten, sodass man im Falle der Freilassung damit rechnen konnte, dass sie sozial integriert sind. So wünscht man sich das normalerweise bei Straftätern, die vorzeitig aus der Haft entlassen werden. Ja, klar. Mhm. Ich weiß nicht, ob das der Sound ist, ne? Aber nein, das soll so klingen. Das muss so klingen. Du verstehst halt gar nichts. Ja, da braucht man ein Ohr für. Das ist so ein, ich weiß nicht. Man braucht da ein bestimmtes Ohr für, bevor man das richtig raushören kann. Das ist richtig. Okay. September 1998. Ein Black-Metal-Konzert in Behringen bei Eisenach. Hendrik, gerade einen Monat auf freiem Fuß, in einer neuen Bühnenrolle. So, und da hat er dann die Wandlung gemacht vom Mettler zum Nazi. Ja. Also Neonazi. Autsch. An sich war das ein ganz normales Black-Metal-Konzert. Es waren 5 oder 6 Bands, der Großteil davon übrigens auch nicht rechtsradikal. Auch das Publikum war sehr durchschnittlich, also ein langhaariges Publikum, Black-Metal-Publikum, die nicht irgendwie rechtsradikal orientiert waren, zumindest großen Anteilen davon. Ungewöhnlich war, dass die Security... Ich kenne nichts, was irgendwie mit Metal zu tun hat, was irgendwie rechtsradikal ist. Es ist halt ein Sub-Sub-Genre. Ja, ja. Die aus Nazi-Skins bestanden, zum Teil bundesweit bekannte Köpfe der Nazi-Skin-Szene. Das ist ungewöhnlich und die waren von Hendrik engagiert und das stieß auch beim Publikum nicht auf positive Resonanz. Ja, da muss jemand schon ordentlich genetzwerkt haben, weißt du? Der muss Kontakte gehabt haben, um an solche Leute ranzukommen. Ja. Weil die Szene ansonsten ist eigentlich nicht so politisch und auch nicht rechtsradikal unbedingt. Und offensichtlich hat Hendrik... Na, eigentlich total unpolitisch. Ja. ...versucht, aber das in die Szene hineinzutragen.
und sich so ein bisschen auch so als großer Führer darzustellen. Er hatte ein Schild an der Jacke, wo auch drauf stand Führer. Was man so braucht. Braucht man, ja. Funde, die später bei Hausdurchsuchungen sichergestellt werden. In der Wohnung von... Windmühlen. Fesche Armbinde. Ja, ja. Wolf Möbus, Hendriks älterem Bruder. Eine bekannte Figur der rechten Musikszene mit eigenem Plattenlabel. Na, diese Bilder sind in Auschwitz entstanden. Hm. Die fanden das lustig, dann damals da rumzulaufen und sich zu fotografieren. Hendrik und sein Bruder Wolf im Konzentrationslager Auschwitz. Ein Ausflug nach der Haftentlassung. Hendrik, erst Punk, dann Satanist, jetzt Neonazi. Mich persönlich hat das schon überrascht. Wobei ja Rechts- und Satanismus vielleicht gar nicht so verschieden sind. Also zumindest in meinen Augen, weil sie beide sehr menschenverachtend sind. Und ein sehr elitäres Denken innehaben. Na, da trifft sich alles. Mhm. Andere abwerten und sich selbst aufwerten können. Ja. Und das dann halt irgendwie noch mit irgendeiner Pseudo-Erklärung dann verargumentieren können. Ganz schlimm. Und das ist ja auch das, was Hendrik entspricht. Er wollte immer was Besonderes sein. Und sich selber hat er auch behauptet, dass er ja elitäre Tendenzen hat. Schwachsinnige Tendenzen. Ja, schwachsinnige. Und also damit erkläre ich mir seinen Hang zum Rechten. Hendrik wird Mitglied der Allgermanischen Heidnischen Front, einer Organisation, der die Polizei in Skandinavien zahlreiche Kirchenbrandstiftungen zuschreibt. Das sind wir bei dem, was du vorhin gesagt hast. Ja, ja, das sind die Kirchenbrände in den 90er Jahren. In Amerika erscheint 1998 ein Buch, das die führenden Köpfe der rechten Black Metal. Mit dabei Hendrik Möbus. In einer Reihe mit seinem großen Vorbild, Varg Vikernes, Norweger, Bandleader, verurteilt wegen Mordes an einem jungen Musiker. Ja, das ist der, der seinen Bandkollegen mit 27 Messerstichen niedergemäht hat. Niedergemäht ist der richtige Ausdruck. Der hat den wirklich niedergemäht. Der ist außer, du musst dir vorstellen, der hat den in der Wohnung angegriffen, angefangen auf den einzustechen und dann ist der raus ins Treppenhaus. Und er hat weitergemacht. Boah. Ja, was man so macht. Ja. Hendrik äußert sich in diesem Buch zum ersten Mal ausführlich zum Mord an Sandro Bayer. Einen Volksschädling habe man vor 5 Jahren aus dem Weg geräumt. Nach dem Motto der Waffen-SS: den Tod geben, den Tod empfangen. Das ist Weltbild. Ne? Da ist eine Kakerlake und die zertrete ich. Das ist das Weltbild. Als ich dieses Interview gelesen habe, war ich sehr entsetzt. Weil ich wusste, er ist auf Bewährung hausen. Er hat... Hausen? Im Gefängnis die Möglichkeit gehabt, sich mit der Tat auseinanderzusetzen. Er ist vorzeitig entlassen worden, weil er angeblich resozialisiert ist und diesen Mord eingesehen hat. Und als ich dann die... Wie soll man Mord einsehen? Das ist, ja... Finde ich sehr unglücklich formuliert, muss ich gestehen. Ja, ich... Dieses Interview gelesen. Ja? Das, irgendwie kommt mir das so vor, wenn ich diese Scheißtat mit Einsehen gut finde, was ich gemacht habe. So kommt mir das vor. Das war nicht sehr gut gewählt. Und für mich war eigentlich klar,
dass er bis zum heutigen Zeitpunkt überhaupt nicht vorhatte, irgendwas einzusehen. Und das war für mich eigentlich der Entschluss, Anzeige zu erstatten, dass er dafür zur Verantwortung gezogen wird, für diese Äußerung. Hendrik Möbus bestätigt gegenüber zwei Berliner Journalisten, dass die Äußerungen im Buch authentisch sind. Er steht dazu und wird verurteilt. 1,5 Jahre Gefängnis. Auch der Hitlergruß beim Behringen-Konzert hat ein gerichtliches Nachspiel. 8 Monate. Damit ist die Bewährung im Mordfall hinfällig. Insgesamt drohen Hendrik nun weitere 5 Jahre Haft. Das musst du dir mal überlegen. Das hätte dann geheißen, der hätte 13 Jahre seines Lebens gesessen. Ja. Gut, er ist vorzeitig noch entlassen worden wegen dem anderen, aber ungefähr 12 Jahre, mehr als 10 Jahre deines Lebens, die du in der Zelle sitzt. Eieieiei. Ja. August 2000, West Virginia, USA. Sheriffs beobachten die Ausfallstraßen der Kleinstadt Marlington. Ein junger Deutscher soll sich irgendwo hier in der Gegend versteckt halten. Einer, gegen den schon seit Monaten Haftbefehl vorliegt. Der Name des jungen Mannes? Hendrik Möbus. Hat er sich doch tatsächlich verpisst. Natürlich. Er hat sich tatsächlich verpisst. Die Verpissung eingeleitet. Ja. Untergetaucht im Dezember 1999. Kurz darauf in die USA eingereist. Zielfahnder vom Thüringer Landeskriminalamt haben dort seine Spur wieder aufgenommen. Am 26. August 2000 wird Hendrik Möbus festgenommen. Er ist allein auf dem Weg in ein Café. Die amerikanische Bundespolizei nimmt ihn in Abschiebehaft. Hendrik stellt einen Asylantrag. Hat er Angst gehabt, er wird wieder abgeschoben, zurück nach Deutschland. Genau darum geht's. Okay. Die letzten Wochen hat er auf diesem Waldgrundstück verbracht. Parteizentrale der Nationalen Allianz für den weißen arischen Widerstand. Hendriks Gastgeber, Amerikas prominenter Naziführer William Pierce, Chef eines Medienimperiums. That's the case of Hendrik Möbus. Pierce startet eine Internetkampagne für seinen Schützling in Abschiebehaft. Ja, der arme Hendrik wird vom deutschen Staat verfolgt. Ja, der arme Mann. Der arme Mann, genau, der arme Mann. Hendrik, ein politisch Verfolgter. Der Mord, eine lästliche Jugendsünde. Ja, Jugendsünde, mehr nicht. Ja, mehr nicht. Absolut, absolut. Im World Wide Web. Das vorerst letzte Interview mit Hendrik zum Tod von Sandro Bayer. Ist doch hart, oder? Das Gericht nennt es Mord, ich nenne es großzügig. Einen großzügigen Akt für die Menschheit. Ne? Ja. Den Tod eines 15-Jährigen hält er für einen großzügigen Akt für die Menschheit. Braucht man nichts mehr zu sagen. Braucht man nichts mehr zu sagen. Da ist alles gesagt. Ja. Da weißt du auch schon, was in seinem Schädel vorgeht. Weißt schon. Ey. Da frag ich mich doch, wie kann so jemand einfach so Deutschland dann verlassen? Wie? Ja, der ist halt, hat sich halt einfach ein One-Way-Ticket geholt. Ja. Und rübergeflogen. Andreas und Sebastian sind nach ihrer Haftentlassung nicht nach Sondershausen zurückgekehrt. Sie haben anderswo ein neues Leben angefangen,
wollen an das, was 1993 geschah, nicht mehr erinnert werden. Frühling 1992. Die letzten Bilder von Sandro Bayer, ein Jahr vor seinem Tod. Jugendweihe, ein Relikt aus sozialistischen Zeiten. Yes, weil das gab es ja in der DDR. Weil die DDR meistens versucht hat, diese ganzen kirchlichen Sachen zu unterbinden, hat man halt die Jugendweihe erfunden. Auch Sandro entscheidet sich für die Jugendweihe gegen die Konfirmation, die sich seine Eltern gewünscht hatten. Beginn einer Rebellion, einer Suche mit unbestimmtem Ziel. Eine Suche, die jäh endete, weil drei Mitschülern Horrorfantasien nicht reichten. Ah, viel zu kurz gegriffen. Viel zu kurz gegriffen als Erklärung. Ja. Die haben so sollte wohl nur eine Art Schlusswort sein. Und das Leben genommen haben, das Leben unserer Familie total zerstört und die könnten mir sonst was sagen. Ich kann das nie verzeihen, nie im Leben. Und das kann man einfach nicht gut machen, da gibt's nichts. Selbst wenn die das selbst bereuen. Und das ist auch meine Hoffnung, dass ich einfach sage, dass die Zeit ihres Lebens daran erinnert werden, was sie getan haben. Weil das kann man mit nichts auf der Welt, kann man das wieder gut machen. Man kann das Leben, das man zerstört hat, niemandem wieder zurückgeben. Na, sag ich dir, der Grabstein hatte eine andere Form. So, da sind wir dann auch jetzt durch mit. Also wirklich, ganz, ganz schlimm, ganz schlimm. Also das Ding, boah. Also, ich muss mir, glaube ich, nochmal einen anderen Fall raussuchen, aber das war mit so das Schlimmste. Auch an deutschen Fällen, die jetzt wirklich großartig bekannt geworden sind. Ne, das davor und dann halt jetzt das. Ich suche ja auch immer noch so ein paar Ami-Fälle, die es gab, die in Deutsch übersetzt wurden. Vor allem, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, der Fall Wolf Creek. Da gab es auch mal einen Horrorfilm darüber. Das ist ja tatsächlich in so einer Ähnlichkeit passiert. Muss gestehen, sagt mir gerade nichts. Gib mir mal ein, zwei Infos. Ja. Da ist so ein Massenmörder durch Australien gewandert und hat halt einigen Leuten einige Teile abgeschnitten. Okay. So. Australien, das ist schwierig. Schwierig. Kenne ich jetzt auch nicht so viele Fälle. Das meiste ist halt deutsch und amerikanisch. Ja, nee, das ist tatsächlich Australien. Aber da bin ich am Suchen. Kann natürlich sein, dass ich es nicht finde, aber... Mach, such. Es ist sehr interessant. Es ist wirklich sehr interessant. Such ruhig. Such. Ja. Ja, ansonsten, ich würde sagen, ja, wir sind fertig. Wir haben es geschafft, Wir sind damit auch raus für heute. Genau, dann viel Spaß damit und Dagen und ich sagen, Medal of. Medal of.